Hallo, ich bin Alex und heute schauen wir uns gemeinsam die zweite Folge vom Bachelor an. Und dabei gibt es eine rassistische Aussage. Es gibt Schoko und Vanille. Die geht nochmal. Dann dich als Schokolade. Oh Gott, das hab ich nicht gesagt. Hast du jetzt gesagt? Ja, einen Spruch fand ich No-Go. Also konnte ich nicht drüber lachen. Ich konnte gerade noch so ein bisschen belächeln, weil ich nicht irgendwie die Stimmung ruinieren wollte. Ein wundervolles zweites Date, bei dem es vielleicht schon einen Kuss gibt. 12 von 10 mindestens. Und sind die meisten Kandidatinnen etwa nur für den Fame da? Kann jeder für sich entscheiden, ob er sagt, er möchte irgendwie beim TV-Format mitmachen, um eben auf Social Media Reichweite aufzubauen, aber eben nicht hier. Wenn ich der Bachelor bin und ich auf der Suche bin nach jemandem an meiner Seite. All das. Und noch einiges mehr gibt es, wie gesagt, in der zweiten Folge von Bachelor 2023. Und das Ganze werde ich natürlich auch wieder kommentieren, parodieren und analysieren. Wie immer beim Bachelor gilt übrigens, das gibt es natürlich regulär im Fernsehen zu sehen. Wenn du es aber schon eine Woche vorher gucken willst, kannst du das immer bei RTL Plus. Das ist immer einer der ersten Links in meiner Videobeschreibung. Und dann können wir auch direkt mal in diese wundervolle Folge reinstarten, die übrigens damit angefangen hat, dass die Frauen ihre Villa beziehen durften. Und die war natürlich wieder ziemlich schön. Cool! Guck dir das an! Oh mein Gott! Die Villa ist wunderschön! Wundervoll. Allerdings hat so eine Villa in Mexiko auch einige Nachteile. In diesem Falle ist es die mangelnde Klimatisierung und die etwas ungewöhnliche Position der Betten. Aber gut, wer schön ist und den Bachelor kennenlernen will, der muss halt manchmal auch ein bisschen leiden. Wir werden so schwitzen, Körperkontakt ohne Ende. Guck mal, wie schmal die Betten einfach sind. Also diese ganze Wärme zu haben, keine Klimaanlage, die Tiere und links und rechts nochmal Körperwärme. Ja, ich bin gespannt. Ja, ich muss auch sagen, wochenlang bezahlten Urlaub auf RTL-Kosten zu machen. Das ist schon wirklich sehr, sehr schweres Schicksal. Trotzdem haben die Frauen dann langsam angefangen, sich ein bisschen wohlzufühlen. Einige, ehrlich gesagt, vielleicht auch ein bisschen zu sehr. Ich habe nicht gefurzt, ne? Ich bin hier nur. Das sage ich auch immer, nur bei mir stimmt's eigentlich nie. Aber egal, dann haben die Frauen jedenfalls gleich mal männlichen Besuch bekommen. Allerdings nicht vom Bachelor, sondern gleich von der ganzen Horde von Typen. Nein, nicht das, was du schon wieder denkst. Hi. Hi. My name is Claudio and I'm an instructor. Stripper? Stripper? Okay. Ach, geht's. Ja, Instructor, Stripper, das ist ja ungefähr dasselbe. Allerdings ist den Frauen dann nach und nach doch aufgegangen, dass es hier irgendwie um was anderes geht. Und zwar um das nächste Gruppendate. Mit einem wundervollen Thema, bei dem man sich bestimmt gut kennenlernen kann. Wir gehen ganz stark von Skydiving natürlich aus, weil es auf dem T-Shirt stand. Yeti. Angelina. Tommy. And Layla. Naja, und ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht. Ich persönlich wäre, glaube ich, nicht gerne bei diesem Date gewesen, weil ich zum einen Höhenangst habe und zum anderen irgendwie ein Problem mit meinem Beschleunigungssensor im Kopf und deswegen ist alles ganz Schnelle für mich immer der Mega-Albtraum. Lisa sieht das allerdings völlig anders und ich finde, die klingt immer ähnlich positiv wie der Terminator, wenn sie was sagt. Ich hätte sehr Bock auf Skydive gehabt, weil ich schon mal Skydiving gemacht habe und das war sehr cool. Deswegen, der Start war nicht so gut, aber morgen sieht die Welt auch hoffentlich schon wieder ganz anders aus. Genau. Aber da stellt sich jetzt natürlich sowieso ein bisschen die Frage, warum eigentlich unser Bachelor so ein Date ausgesucht hat. Wobei man natürlich fairerweise sagen muss, dass RTL das Date ausgesucht hat und er nur bestimmen durfte, welche Frau mitkommt. Aber das ist ja auch völlig egal. Also, wie bist du drauf gekommen? Erste Date-Woche und das erste Date. Ein paar der Girls haben ja gemeint, sie sind sehr abenteuerlustig. Und was gibt's da Besseres, als sich gemeinsam in ein Abenteuer zu stürzen? Okay, und da muss ich fairerweise sagen, habe ich ja tatsächlich in den letzten Staffeln von euch einiges gelernt, weil ihr mir in den Kommentaren völlig zu Recht erklärt habt, dass so eine gemeinsame sportliche Aktivität mit Angst gemischt dafür sorgen kann, dass dann besonders viel Oxytocin und andere Sachen ausgeschüttet werden und man sich tatsächlich schneller verliebt. Da hatte allerdings Angelina aka Utze jetzt nicht so viel Bock drauf, glaube ich. Hatte so unnormal Angst. Ich hatte wirklich richtig Panik. Ja, und ich muss nochmal wiederholen, für mich wäre das auch ein absoluter Albtraum und deswegen kann ich leider nie der Bachelor sein. Naja gut, und weil ich ein bisschen dick bin, nicht besonders gut aussehe, schon viel zu alt und stinke. Aber lassen wir das doch einfach mal. Und auch Layla hatte übrigens ein bisschen Angst. Oh mein Gott,
war so, okay, Leila, du kannst jetzt hier nicht rumheulen, abkacken oder sonst irgendwas. Du musst dich jetzt zusammenreißen und das durchziehen. Ich hab's, Anna. An dieser Stelle übrigens schon wieder mal Dank an euch, weil ich habe mich darauf aufmerksam gemacht, dass Leila ja tatsächlich die ist, die in der letzten Staffel Ex on the Beach rausgeflogen ist, weil sie aggressiv war. Nur ich muss ehrlich sagen, ich habe die wirklich nicht erkannt. Also danke nochmal und wir hoffen natürlich, dass sie in diesem Format wesentlich positiver ist und dass RTL uns irgendwann mal erklärt, was sowieso mit diesen ganzen Kontroversen in dieser Staffel los ist. Aber dazu sage ich am Ende des Videos nochmal was. Erst einmal gibt es jetzt wundervolle Skydive-Bilder. Wäre es auch nicht er gewesen, dann hätte ich es auch nicht gemacht. Also das war heute echt sensationell. And my titties are also in a special situation. Herrliche Aussagen. Aber wir können ja eigentlich währenddessen mal schauen, was in der Frauenvilla so passiert. Denn da werden natürlich fleißig Gespräche geführt. Man unterhält sich dadurch, warum man jetzt vielleicht beim Date nicht dabei war und vieles andere. Und manche haben einfach nur richtig doll schlechte Laune. Ich finde Jelle so scheiße, ich kann nicht zuhören, ehrlich nicht. Oh nein, das klingt ja jetzt schon wieder nach ganz, ganz viel Zickenterror, wie man das immer so schön nennt. Aber was ist denn eigentlich los? Ich lag auf dem Matratze, dann muss ich dazu hören. Wer hat denn als erstes mit ihm gesprochen? Chiara und Gio. Ja, aber der hat einfach nur eine mitgenommen, die da stand und so nach dem Motto so mit Gio und wollte der da. Wow, Gio hat ja wirklich eine richtig gute Laune und schön, dass sie es ausgerechnet dem Terminator erzählt. Aber wie auch immer. In der Zwischenzeit gab es dann übrigens beim Bachelor selbst, wenn man so möchte, das erste Mini-Einzel-Dates-Gesprächsding. Und das war mit Angelina und lief auch ziemlich gut. Krass, also ich bin gerade schon echt stolz auf mich, muss ich echt sagen. Schön. Aber ich bin auch so jemand, ich mache entweder was zu 100% oder gar nicht. Ja. Du? Auch. Sie hat so eine Goofy-Seite an sich, so einfach humorvoll und so ein bisschen einfach raus, so. Ich find's richtig cool. Ja, da merkt man schon, da geht auf jeden Fall ein bisschen was. Aber David ist natürlich noch ganz am Anfang und möchte die anderen Frauen auch kennenlernen und stellt ihnen deswegen unter anderem mal wichtige Fragen wie, was sie gerne essen, mit einer durchaus überraschenden Antwort. Wie ist es bei euch? Wie sieht eure Ernährung aus? Ich mag sehr gerne Fleisch. Ich finde auch Schweinebauch ganz geil aufgedreht. Ja, ist richtig deftig. Ja, das Recht kann man sich nicht vorstellen. So eine geile Haxe oder so. Oh. Okay. Ja, ich bin auch jetzt schon gespannt, ob es beim Bachelor irgendwann mal ein Einzeldate gibt, wo man gemeinsam eine Haxe isst. Vorher gab es aber noch was ganz anderes Wichtiges zu klären, denn David hat Tammy, glaube ich, aus einem bestimmten Grund überhaupt zu diesem Date eingeladen. Denn, da spulen wir nochmal ganz kurz zurück, als die sich damals kennengelernt haben, noch auf dem roten Teppich der ersten Folge, gab es ein Geheimnis. David, wie ist dein Name? Tammy. Tammy, ist das eine Abkürzung? Ja, aber ich sagte den ganzen Namen nicht. Nicht? Jetzt noch nicht. Na, an der Stelle wollte David das jetzt aber ganz genau wissen und hat deswegen nochmal ein bisschen nachgeforscht. Und das kann ich an dieser Stelle schon mal sagen. Die Auflösung von Tammy ist absolut legendär. Ja, die geht schon ein bisschen strategisch vor. Also die sorgt schon dafür, dass es interessant bleibt, auch für mich. Oder wir gehen mal ins Einzel. Nein. Das macht sie schon sehr smart. Ja, das ist, finde ich aber gut. Achtung, es kommt. Jetzt Tamara. Ja. Wirklich jetzt? Ja. Tamara, gar nicht so spektakulär. Krass, da heißt die doch tatsächlich Tamara. Und ich frage mich ganz ehrlich, bei welchem anderen Namen diese Abkürzung sonst überhaupt gepasst hätte. Es musste doch Tamara sein, oder? Naja, vielleicht reicht das jetzt ja dafür, dass sie dann auch beim Einzeldate da bleiben darf. Oder halt auch leider nicht. Angelina, wenn du Bock hast. Ja? Auf jeden Fall. Und bei den anderen bedanke ich mich. Man macht sich schon Gedanken, warum er nicht mich zum Beispiel da gelassen behalten hat. Stimmt, ich frage mich zum Beispiel auch immer, warum einige Leute meinen Kanal noch nicht abonniert haben. Aber das ist doch dann jetzt eigentlich eine richtig gute Gelegenheit, das kostenlos nachzuholen. Und wir können währenddessen ja nochmal in die Frauenvilla zurückgucken. Da gab es gerade nämlich schon wieder Drama. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ob ich gehen soll, weil ich fühle einfach nicht, dass ich mit David eine Bindung aufbauen könnte.
und ich mir ganz, ganz sicher bin, dass bei mir einfach auch keine Gefühle kommen werden. Okay, finde ich dann einerseits von Danielle eigentlich relativ cool und ehrlich. Auf der anderen Seite frage ich mich natürlich aber auch ein bisschen, wie sie jetzt darauf kommt, weil sie jetzt ja eigentlich mit David überhaupt nichts mehr zu tun hatte. Dann hätte ihr das ja auch schon wieder rum vorher auffallen können. Aber whatever, sie trifft dann tatsächlich diese folgenschwere Entscheidung. Und wir alle haben sie, glaube ich, in 3 Minuten schon vergessen. Ganz kurz. Ja, bitte. Ich will ernsthaft euch alle verlassen und gehen. Nein. Also es ist so, so scheiße, aber wenn es dir nicht gut geht, dann mach das so schnell, wie es geht. Mhm, und dann ist sie tatsächlich weg. Und wir können uns ja dem schönen Einzeldate mit Angelina widmen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, die haben was wirklich, wirklich Tolles gemacht. Die haben nämlich Babyschildkröten ausgesetzt, sodass die ins Meer können und wachsen. Und das war voll schön. Oh, meine Freunde, lauf. Ah, guck, wie cute, wie die krabbeln. Zeit, nach Hause zu gehen. Ihr bekommt das hin, Freunde. Insgesamt muss man aber sagen, das war wirklich ein schönes Date. Denn was gibt es Schöneres und Romantischeres, als sich gemeinsam einen Sonnenuntergang anzugucken? Und bei den Bildern bin ich schon wieder ziemlich neidisch. Sieht krass aus. Ultra krass. Das ist schon richtig schön. Okay, nun ist das ja aber alles irgendwie ganz nett. Bisher fehlen aber, finde ich, generell in dieser Staffel noch ein bisschen die tiefsinnigeren Gespräche. Mal gucken, ob die beiden das hinkriegen. Sympathisch und ähnlich sind sie sich aber einander auf jeden Fall. Man sucht sonst nur in einer anderen Person was. Ja, voll. Weißt du, was man sich vielleicht selber noch nicht gibt. Voll. Ich befasse mich super gern mit solchen Themen. Und ich lese auch tatsächlich relativ viel so Psychologie-Zeug. Persönlichkeitsentwicklung, ja, Mindset. So was. Was liest du da? Der Guru sitzt vor dir. Ja, echt? Ja. Also, How to Handle Idiots finde ich richtig cool. Ja, kenne ich. Kennst du? Ja. Ich habe Jeder ist beziehungsfähig gelesen. Ich glaube, ich habe das Hörbuch mal runtergeladen, aber ja, nie angehört. Echt jetzt, oder? Ja, aber ich habe es nie angehört. Was für eine schöne Gemeinsamkeit, dass einer ein Buch gelesen hat und er das Hörbuch nicht gehört hat. Nein, aber im Ernst, durchaus, wie ich finde, ein schönes Date mit tatsächlich vielen Gemeinsamkeiten und einer intensiven Verabschiedung. 12 von 10 mindestens. Utze ist aber schon so ein kleines bisschen verliebt, oder? Also kommt mir zumindest so vor. Dann fand ich allerdings, hat sich bei David ein bisschen anders angehört. Also schon auch so, dass er das Date sehr, sehr schön fand, aber eher auf seine Rolle als Bachelor bezogen. Ich bin richtig angekommen. Ich bin richtig angekommen. Ich spüre das jetzt auch richtig. Ich bin der Bachelor und es geht gerade wirklich darum, für mich eine Partnerin zu finden, die für mich passt in mein Leben. Hm. Ist Utze jetzt Favoritin oder nicht? Ehrlich gesagt kann ich mich da noch nicht so richtig entscheiden. Aber die Frauen in der Villa, die wollten es jedenfalls ganz genau wissen und hatten insbesondere eine große Frage. Habt ihr geküsst? Nein, ich habe es nicht geküsst. Nee. Ich persönlich glaube aber, dass der Kuss allerspätestens in der nächsten Folge fallen wird. Jetzt sage ich auch schon, dass ein Kuss fällt, obwohl ich immer nicht ganz verstanden habe, warum man das eigentlich so sagt. Aber egal, am nächsten Tag gab es dann endlich mal das erste richtige Einzeldate. Eine sehr schöne Idee, wie ich finde. Ein Tanz sagt mehr als 1000 Worte. Heute werden wir uns erst sehen, wenn die Musik spielt. Chiara, lässt du dich mit mir auf dieses Erlebnis ein? Okay, erst hören, wenn die Musik spielt. Klingt ja irgendwie ein kleines bisschen wie ein Blind Date. Und das war es dann auch, ein Blind-Tanz-Date. Da hat sich RTL ausnahmsweise wirklich mal was Schönes ausgedacht. Wir lernen beide einen ganz, ganz neuen Tanz, den wir beide nicht kennen. Uno, dos, tres. One, two, three. Und wir werden dann im zweiten Step aufeinandertreffen und schauen, dass wir eine gute Performance gemeinsam hinlegen, ohne dass wir miteinander reden. Naja, und was soll ich sagen? Das hat dann tatsächlich geschafft und war auch tatsächlich vor einer wirklich traumhaften Kulisse. Und auch wenn ich persönlich jetzt überhaupt nicht tanzen kann, glaube ich schon, dass so eine körperliche Basis extrem gut und schnell das Kennenlernen beschleunigen kann. Wir sind also wirklich im Moment und können uns voll aufeinander einlassen und das genießen. Und das haben wir beide gespürt. Nun muss man natürlich aber auch sagen, dass so Körperlichkeit und gemeinsame Bewegung auf der einen Seite wirklich dazu führen kann, dass man sich ganz doll nahe kommt, kann natürlich auch das genaue Gegenteil passieren. Bei den beiden war es aber einfach nur schön. Das ist halt eine ganz andere Ebene von Intimität. Gerade wenn man sowas noch nie gemacht hat. Also mir eine Rose übergeben, wir haben einmal Küsschen rechts, Küsschen links gemacht.
Und heute liefern wir sowas zusammen ab, ohne zu sprechen, nur mit Blicken, nur mit Anziehung. Ja, da sagt sie aber was ganz Wichtiges, denn um jetzt weiter an dem Fundament rumzugießen, braucht man natürlich jetzt möglichst auch noch gute Gespräche. Und tatsächlich waren auch die wieder ziemlich tiefsinnig. Gefühlt passiert da übrigens bei David bisher in dieser Staffel ein bisschen mehr als in der letzten. Was ist Liebe für dich? Also Liebe jetzt, um es auf den Punkt zu bringen, lebt für mich von Akzeptanz und nicht von Kompromissen. Ich finde, Chiara ist eine echt reife Frau. Also ich habe wirklich auch oft, wollte ich ihr auch einfach nur zuhören und hatte wirklich so Aha-Momente. Ich habe auch für mich selber definiert, dass ich eine Partnerin haben möchte, von der ich lernen kann. Ziemlich attraktiv. Sowas finde ich richtig attraktiv. Schön. Wobei ich persönlich wiederum sagen würde, dass Konsense und andere Sachen, wo man dann halt irgendwie Konflikte auf eine Art löst, wo man sich in der Mitte trifft in der Beziehung, mindestens genauso wichtig sind. Aber okay, das schließt sich natürlich auch nicht unbedingt aus. Und damit war das Date dann auch tatsächlich übrigens schon wieder vorbei. Aber es musste natürlich noch in der Frauenvilla berichtet werden. Ja, dann waren wir danach so beide so richtig glücklich. Also das war so intensiv. War echt so ein bisschen so von dem, was ich tue. Ist es ja echt so ein bisschen wie heiraten. Da hat sich Chiara jetzt aber gerade selber auch zur Favoritin gekrönt, oder? Naja, ist sie natürlich vielleicht auch einfach. Aber es gab in dieser Folge noch weitere Dates. Da darf natürlich auch noch ein weiteres bescheuertes Gruppendate nicht fehlen. Und dafür ist David dann mit den Frauen mit einem alten VW-Bulli eine total beschissene Straße entlang gefahren. Was könnte es Schöneres geben? Ja, wegen dieser Straße war ja gar nicht so gerade, weißt du? Ey, ich bin geflogen. Ich war so, mein Kopf war auf der Decke und dann wieder runter. Oh, wirklich. Das war auf jeden Fall wie Europapark. Achterbahn. Toll. Glücklicherweise war das aber nur der erste Teil des Dates und dann ist man irgendwo an der netten Location einfach angekommen und David hat die Gelegenheit mal genutzt, seinen Körper zu zeigen. Und ich finde, man kann jetzt ja über die Attraktivität von Menschen sagen, was man will und ob man Muskeln jetzt mag oder nicht. Aber das ist schon ein krasser Körper. Tatsächlich ist mir das Trainierte und Muskulöse gar nicht so wichtig. Aber wenn es da ist, warum nicht? Ah, also sein Body ist ja mal nicht schlecht, ne? Und die letzte Dame, die da eben gesprochen hat, das ist ja Colleen. Und auch bei der habt ihr mich ja schon darauf aufmerksam gemacht, dass sie schon einiges an Fernseherfahrung hat. Und darüber wurde dann mit David interessanterweise auch gesprochen. Und dazu muss ich gleich eh nochmal was sagen. Was hast du da gemacht? Da war ich bei The Mole, der Maulwurf. Kennst du? Ja, ja. Ja, und ich war der Maulwurf. Und da muss ich jetzt tatsächlich mal sagen. Also Colleen hat schon mal bei so einer Psychosendung mitgemacht, dann studiert sie ja auch noch Psychologie. Ich glaube, wenn ich jetzt der Bachelor wäre, fände ich das irgendwie ein bisschen schwierig, weil man sich dann natürlich immer ein bisschen die Frage stellt, wie ernst sie das jetzt meint und mit der Situation und so. David hat sich da auch so seine Gedanken gemacht. Kann jeder für sich entscheiden, ob er sagt, er möchte irgendwie beim TV-Format mitmachen, um eben auf Social Media Reichweite aufzubauen, aber eben nicht hier, wenn ich der Bachelor bin und ich auf der Suche bin nach jemandem an meiner Seite. Du, David, da hast du das Format aber eigentlich, glaube ich, nicht verstanden, weil 90% aller Kandidatinnen immer da sind, um Fame zu bekommen, genauso wie natürlich bei der Bachelorette 90% der Kandidatinnen auch nur da sind, um Fame zu bekommen. Und eigentlich bist du doch auch nur da, um Fame zu bekommen, aber egal, er hat Colleen dann trotzdem ein bisschen besser kennengelernt. Und die hat deutlich gemacht, dass sie wirklich nur einen Mann sucht. Was soll sie sonst auch sagen? Für mich ist halt so klar, warum ich hier bin. Weil ich gerne jemanden kennenlernen möchte. Mhm. Punkt. Ja, meinst du, es ist ein Vorteil? Nee, gar nicht. Weil viele mehr nachbohren, dass du halt im Kopf hast, so diese Fame. Klingt auf jeden Fall schlüssig. Insgesamt muss man aber sagen, war das Date bis hierhin eigentlich relativ harmonisch. Dann ist allerdings etwas sehr Merkwürdiges passiert und eine ziemlich problematische Äußerung gefallen. Ich zeige euch aber erstmal die Stelle und gleich reden wir ein bisschen drüber. Wer möchte denn Eis haben? Gibt's Schoko? Ich möchte mit dir reden eigentlich. Mit mir reden? Es gibt Schoko und Vanille. Die geht nochmal. Dann dich als Schokolade. Oh Gott, das habe ich nicht gesagt. Hast du jetzt gesagt? Ja, doch, das hat sie gesagt und man merkte deutlich, dass David so ein bisschen versteinert ist und das nicht so toll fand. Auch das zeige ich euch am besten nochmal, weil das gleich bei meiner Einschätzung eine Rolle spielt. Awkward. Ja, einen Spruch fand ich no go. Also konnte ich nicht drüber lachen. Ich konnte es gerade noch so ein bisschen belächeln.
weil ich nicht irgendwie die Stimmung ruinieren wollte in der Gruppe. Okay, und nur, dass du das verstehst, und deswegen heißt mein Video auch so. Auf Twitter, aber auch auf vielen anderen Plattformen und auch bei einigen anderen Videos, die ich schon gesehen habe, gab es dann gleich einen Riesenaufschrei, das sei jetzt der Rassismus-Skandal der Staffel. Und damit tue ich mich tatsächlich ein kleines bisschen schwer. Denn ich persönlich finde diese Äußerung auch sehr unbedacht. Und letztlich ist es ja einfach Davids gutes Recht, den Spruch einfach scheiße zu finden. Den kann man auch scheiße finden. Ob man ihn scheiße finden muss, ist dann wieder eine andere Frage. Er selber hat das Wort Rassismus aber in diesem Falle gar nicht wirklich in den Mund genommen. Und ich glaube, das ist hier das entscheidende Kriterium. Denn natürlich kann man das Ganze rassistisch auffassen. Ich glaube persönlich aber nicht, dass sie das unbedingt so gemeint hat. Und ich habe, wie gesagt, auch nicht den Eindruck gehabt, dass er das so aufgenommen hat, sondern dass es einfach ein Spruch war, den er blöd fand. Natürlich auch aus seiner Warte heraus und natürlich auch mit Rassismus im Hinterkopf, wenn man das so sagen möchte. Was ich dann aber richtig gut fand, war, dass die beiden erst nochmal das Gespräch gesucht haben und dass er das auch zugelassen hat. Bevor wir uns das jetzt aber angucken, interessiert mich nochmal deine Meinung zu dem Thema. Also ist das jetzt für dich definitiv Rassismus? Ist das jetzt super schlimm? Muss man Saskia ausschließen? Ist das vielleicht auch gar nicht so schlimm? Hat vielleicht sogar David mit seiner Reaktion übertrieben? Schreib es mir am besten einfach in die Kommentare, weil ich finde, bei sowas kann man immer sehr viel von anderen Meinungen lernen. Und wir gucken uns jetzt erstmal an, wie die beiden das geklärt haben. Ich meine, ich bin sehr ein sarkastischer und humorvoller Mensch und verpackt es auch natürlich so, um vielleicht irgendwie mich sicherer zu fühlen. Ich wollte gerade sagen, also ich habe schon so bei dir das Gefühl, dass du damit auch eine Unsicherheit überschreiben willst. Ja, da weiß ich auch, da muss ich mich krass zurücknehmen und muss es einfach versuchen, auch mal abzulegen. Ja. Weil dafür bin ich ja hier, um eine Person kennenzulernen. Eine Person oder mich? Dich kennenzulernen, okay. In dem Augenblick. Ah. Um auch zu erfahren, vibe das zwischen uns? Was hast du für ein Gefühl? Finde ich jetzt noch, also weil wir jetzt noch nicht so viele Gespräche geführt haben, irgendwie schwierig. Aber mit dir habe ich schon viel gesprochen seither. Okay, und ich fand, in diesem Gespräch merkte man dann schon, da ist jetzt wirklich ein bisschen der Wurm drin. Ich weiß jetzt nicht, ob das Gespräch besser gelaufen wäre, wenn diese Äußerung vorher nicht gefallen wäre. Vermutlich zumindest ein kleines bisschen. Aber wie steht David denn jetzt eigentlich zu der ganzen Sache? Ich glaube ihr alles, was sie sagt. Aber am Ende muss ich für mich entscheiden, ob das was für mich ist, ob das was ist, womit ich wirklich umgehen will. Okay, gut. Da hat er allerdings recht. Und damit war das Gruppendate dann auch schon vorbei. Und die Nacht der Rosen stand an. Und da muss man natürlich auch wieder tolle Einzelgespräche führen. Insbesondere auch mit dem Terminator Lisa, der immer noch ein bisschen traurig war, dass sie in dieser Woche bei keinem Date war. Warum haben wir uns nicht gesehen haben die Woche? Ja, was denkst du denn, woran es gelegen haben könnte? Ich weiß nicht, vielleicht weil wir ein gutes Gespräch hatten. Ist richtig. Ja? Ja, ist wirklich so. Tja, und wie, um dann zu beweisen, dass es nicht immer so wichtig ist, ein Date miteinander zu verbringen und dass er tatsächlich eher Leute zu den Dates eingeladen hat, bei denen er sich noch nicht so sicher war, hat David dann eine Entscheidung getroffen, die es, glaube ich, in der Geschichte des Bachelors noch nie gab. Also zumindest nicht, soweit ich mich dran erinnern kann. Und Xenia, wollt ihr schon mal an der Bar kurz Platz nehmen, ja, bitte? Ja, klar, gerne. Hä, was macht er denn? Maike, die beiden Lisas. Und Giovanna, hättet ihr kurz Zeit und Rebecca auch? Ach, die kein Date bekommen haben. Er meint doch uns alle, ne? Nein. Ach so, nein! Nein, wie peinlich. Hä, wir nicht, oder was? Nein. Ich hab bis niemanden vergessen, ne? Wir sind die nicht gedatet wurden. Mit denen ich diese Woche keine Zeit verbracht hab. Unsere Rosen sind schon verwelkt. Meint ihr, die sind verwelkt? Braucht ihr eine neue? Ja! Ah! Rose. Ich schwör's euch, eine Rose. Das ist nicht sein Ernst. Ich sterbe, wenn er jetzt Rosen fährt. Doch. Oh mein Gott! Wie sind das? Oh Gott, sind das alle? Ach, krass. Ja, und dann haben tatsächlich alle Frauen, die nicht bei einem Date waren, eine Rose vor der Nacht der Rosen bekommen. Und ich bleib dabei, das gab's wirklich noch nie. Ja, ich kann endlich wieder lachen. Danke dir. Das hat er wirklich gut gemacht. Was für ein Hammermensch. Schön. Was ich dann übrigens auch wieder cool fand, war, dass David das Ganze, was vorhin mit Saskia passiert ist, nochmal ein bisschen hat sacken lassen und dann nochmal mit ihr darüber gesprochen hat, wie er sich in der Situation gefühlt hat. Und ich finde, so sollte man das als erwachsener Mensch auch einfach tun. Und alles, was er gesagt hat, kann ich gut nachvollziehen. Für mich ist es so, die Situation mit dem Schokoladeneis. Es ist einfach eine Sache, die finde ich nicht gut. Du willst mich nicht beleidigen oder du meinst es nicht böse, nein, oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, da fehlt einfach so ein bisschen Aufklärung vielleicht. Ich habe einfach schon zu viel Erfahrung mit
solchen Geschichten gehabt. Okay. Ich habe schon zu viel gelitten. Okay, und dann war ich doch sehr gespannt, wie Saskia jetzt wiederum darauf reagiert, weil machen wir uns nichts vor, es gibt ja auch den einen oder anderen, wenn der so kritisiert wird, dann wird er wieder seinerseits wütend und ich hatte schon eigentlich fast erwartet, dass die beiden sich dann streiten würden. Das ist allerdings überhaupt nicht passiert. Saskia ist also offensichtlich keine Null, obwohl sie eine als Ohrring trägt. Ich als weiße Person habe die Erfahrung nicht gemacht und das schätze ich auch wert, dass du das auch mir nochmal sagst. Danke ich mich natürlich auch dafür und mir war das einfach nur wichtig, weil ich mag Dinge, die gerne anzusprechen. Das habe ich dir auch gesagt. Das hast du jetzt auch gemacht. Das finde ich auch gut. Finde ich auch schön. Nimm das an auf jeden Fall und danke dafür. Ja. Saskia hat sehr reflektiert auf meine Worte reagiert. Also sie hat das wirklich angenommen und hat es auch verstanden. Tatsächlich cool. Wobei ich trotzdem auch immer noch das Gefühl habe, dass die beiden nicht so richtig gut zueinander passen. Mit wem es allerdings deutlich mehr funkt, das ist immer noch Angelina aka Utze. Und in den letzten Jahren war es ja wirklich immer so, dass sich die absoluten Favoritinnen schon in den ersten zwei Folgen rauskristallisiert haben. Und ich glaube, sie gehört auf jeden Fall jetzt schon zu den Top 5. Also ich glaube, unsere Blickes sind schon sehr intensiv. Die Chemie zwischen Angelina und mir, die ist auf jeden Fall da. Dann kam die endgültige Rosenvergabe, obwohl die Hälfte der Rosen ja sowieso schon vergeben wurde. Und weil wir ganz, ganz viele Frauen immer noch nicht kennen, habe ich es mal wieder maximal eingekürzt. Am Ende gab es jedenfalls nur noch eine Rose und drei Frauen und das waren Saskia, Pamela und Leila. Nur eine kann noch weiterkommen. Mein Gott, kotze gleich. Also meine Hände sind komplett geschwitzt, ich zitter am ganzen Körper. Ja, es ist, glaube ich, noch eine Rose übrig. Er wird mir eine Rose geben. Safe. Die letzte Rose, Leila. Magst du zu mir kommen? Möchtest du diese Rose annehmen? Ja, natürlich, was du fragst. Hat Leila eigentlich früher bei Ex on the Beach auch schon so hart gelispelt? Ganz ehrlich, ne, ich habe die schon wieder komplett vergessen, die Frau. Aber egal, keine Ahnung. Pamela ist damit jedenfalls draußen. Und wenn ich das jetzt mal so persönlich bewerten müsste, würde ich sagen, da hat der Bachelor jetzt aber nicht so viel Geschmack bewiesen. Vielen Dank, dass du da warst, dass wir uns kennenlernen konnten. Alles gut. Danke für alles. Alles Gute dir, danke. Ciao. Wählt nur noch Saskia und die musste dann auch gehen. Aber, und das fand ich auch wieder ganz gut, David hat dann nochmal das Wort an sie gerichtet. Ob das jetzt allerdings zu 100% glaubwürdig ist, ist dann wieder eine andere Frage. Mir ist wirklich besonders wichtig. Dabei will ich dir in die Augen schauen, dass du weißt, dass es nichts mit deinen Äußerungen zu tun hat. Okay. Okay, überhaupt gar nicht. Ich habe einfach gemerkt an anderen Stellen, dass es nicht passt. Zum Glück war das Saskia aber sowieso egal. Die hat sich ehrlich gesagt eher so angehört, als wäre sie dann sowieso sonst freiwillig gegangen. Auch ich kann ihn ja noch gar nicht so ganz krass bewerten. So hat er mir die Entscheidung natürlich so ein bisschen abgenommen. Tja, und das war es dann tatsächlich auch schon wieder mit dieser wundervollen Folge vom Bachelor. Aber ich glaube auch, die nächste wird gut, denn da fängt das Drama erst richtig an. Und es kam auch alles ganz natürlich. David, es reicht jetzt. Gab's einen Kuss? Wurde das so weitergegeben? Dann hat sie vielleicht doch gelogen. Man merkt, dass die Stimmung langsam kippt. Ich bin doch nicht der Clown. Der Konkurrenzkampf beginnt. Wenn dir jetzt mein Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Dann würde mich wirklich sehr deine Meinung wegen dem Rassismus-Eklat interessieren. Schreib mir das bitte in die Kommentare. Und dann wollte ich an dieser Stelle noch mal eine kleine Ankündigung machen. Denn du hast es ja vielleicht schon gehört, es gibt, was den Bachelor in diesem Jahr angeht, doch einige, ich sag's mal, schwierige Hintergrundinformationen. Falls du das noch gar nicht gehört haben solltest, die ein oder andere Ex-Freundin von David hat sich in der Zwischenzeit gemeldet und behauptet, das sage ich jetzt mal so ganz bewusst, dass es sich bei David um einen teilweise auch gewalttätigen Narzissten handeln soll. Ich würde ganz gerne in der nächsten Folge wahrscheinlich was dazu sagen. Ich bin gerade noch an einer Sache dran, die ich vorher ganz gerne klären würde. Und dann können wir auch mal drüber reden, ob wir das Format eigentlich weiter behandeln wollen oder nicht. Falls du jetzt schon eine Meinung dazu hast, schreib sie mir auch sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und ansonsten, wie gesagt, wir reden bald drüber. Und das müssen wir natürlich sowieso, denn sonst müssen wir jetzt alle skydiven, nur ohne Fallschirm.